Ja, jetzt sind wir in unserer Wohnung. Hat ein bisschen länger gedauert. Gestern Abend ist alles abgeschlossen worden. Ja, ist natürlich schön, jetzt hast du deine eigenen vier Wände. War langer Prozess, Wohnung gefunden, fliegender Wechsel. Die Mieterin vorher, die war noch nicht ganz raus, da haben wir schon die Möbel reingeräumt. War ein bisschen ungeduldig, glaube ich. Nee, wir haben einfach versucht, so schnell wie möglich in die Wohnung zu kommen und hat auch ganz gut geklappt und haben Unterstützung von zu Hause bekommen, weil wir ja auch nicht permanent da sein können, wenn die Möbel geliefert werden. Und ja, war angenehm, weil am Ende des Tages war dann alles aufgebaut, als wir nach Hause gekommen sind und mussten dann halt die Familie zum Essen einladen. Das war das kleinste Übel, aber es passt jetzt alles wunderbar. Wir haben eine zweite Mannschaft, da können wir Spieler abstellen, da haben immer die Möglichkeit, dann für Spielpraxis zu sorgen. Einige Spieler haben viel gespielt, die brauchen keine Spielpraxis. Denen tut es mal ganz gut, dass sie mal eine Pause haben. Und ja, dann haben wir die Woche halt ein bisschen anders gestaltet und am Wochenende halt mal kein Spiel gemacht. Das tut uns vielleicht auch mal ganz gut. Der Nationaltrainer von ihm stand dann irgendwann mal am Trainingsplatz. Hat sich vorgestellt und hat gesagt, ich nehme übrigens den Milat mit zum Länderspiel. Der ist dann ab übermorgen nicht mehr da. Wir hatten keine Einladung und nichts. Aber er total freundlich, hat sich vorgestellt, hat erklärt, wie er das macht und was er vorhat mit Milat. Und Milat hat damals schon, als wir das Testspiel gegen Hannover 96 hatten, aber er hatte auch schon eine Einladung gehabt von der Nationalmannschaft, hat da abgesagt, wollte die Chance auch hier nutzen. Da war er auch vorher länger verletzt. Jetzt hat er die Chance wieder bekommen, da hinzufahren, hat auch mit uns drüber gesprochen dann kurz. Und klar, schön für ihn. Wir hoffen natürlich immer bei solchen Maßnahmen, dass sich keiner verletzt. Er ist auch gesund zurückgekommen, hat auch nur einen Teil der ersten Trainingseinheit dann gemacht, als er wiedergekommen ist. Und ja, schön für ihn, tolle Erfahrung. Hat auch gesagt, seine Familie hat sich sehr darüber gefreut. Das ist auch klar, ist ein unheimlicher Nationalstolz, der da herrscht. Und ja, ich glaube, eine schöne Erfahrung für ihn. Ich hoffe, dass ihn das noch ein Stück weiterbringt und vielleicht noch ein bisschen mehr Emotionen und ein bisschen mehr Selbstvertrauen gibt für unsere Spiele. Und vielleicht kann er ein bisschen davon transportieren in unsere Mannschaft. Das wäre schön. Ja, personell ist es halt so, dass wir, wie eben schon eigentlich kurz gesagt, dass wir Spieler in der zweiten haben spielen lassen. Leider hat der Tammo da eine rote Karte bekommen. Wir haben die Szene haben wir uns auch angeguckt. Das war auch eine schwierige Szene, muss man ehrlicherweise sagen. War schon eine gefährliche Aktion auch, wie er da attackiert worden ist. Und sind mit ihm vielleicht ein oder anderen Emotionen durchgegangen. Wobei ich auch nicht feststellen konnte, dass er jetzt den Gegenspieler attackiert hat in irgendeiner Form, sondern sich eigentlich beim Schiedsrichter mehr beschwert hat und erst dann im Nachgang kam dann zu Handgreiflichkeiten, wo beide dann irgendwo beteiligt waren. Schade, weil wir haben eigentlich gehofft, dass wir ihn dann über die zweite mit der Spielpraxis, so wie bei Manu Janzer, an die erste Mannschaft ranführen können. Er wird uns jetzt leider fehlen. Peitzer ist gelb gesperrt, der wird uns auch fehlen. Kohle und Manu sind noch angeschlagen und so ist es halt dann am Ende des Tages, dass dann alle anderen, die hoffentlich heute und morgen dann fit sind, uns zur Verfügung stehen. Ja, Fink und Frahn sind natürlich zwei Spieler, die eine unheimliche Torgefahr haben. Das nicht nur in einer Saison, sondern auch schon nachhaltig in mehreren Jahren bewiesen haben. Das wird natürlich eine Aufgabe. Nichtsdestotrotz haben wir zwei oder mehrere gute Innenverteidiger. Im Moment halt zwei, die jetzt aktuell spielen, die es auch ganz ordentlich gemacht haben. Wir haben wenig Gegentore als solches bekommen, müssen wir mal klopfen. Ich hoffe, dass wir das auch beibehalten können. Das liegt jetzt nicht nur an den Innenverteidigern selber, das liegt an der gesamten Mannschaft. Wir arbeiten ganz gut gegen den Ball, das sollten wir auch in Chemnitz weitermachen. Und dann wird es auch schwierig für zwei solche klasse Stürmer, die Chemnitz da hat.